Hi ihr Lieben, willkommen wieder hier bei die Aktan Graboda. Warum geht es heute? Heute möchte ich mit euch über Opfergaben an die Verstorbenen sprechen. In vielen Kulturen ist der Glaube daran, dass die Verstorbenen Opfergaben erhalten, sozusagen auch kleine Präsente und Geschenke, um sich auch mit seinen Ahnen zu verbinden. Dieser Brauch ist nicht fremd und wie gesagt in vielen Kulturen gang und gäbe. Man glaubt daran, dass die Seele wahrhaftig nie stirbt, was wir ja auch tun, denn sonst gäbe es ja keine Geister. Somit geht es auch hier in dem Video darum, worauf ich hinaus möchte, dass man sowohl gute Gaben schenken kann, also sprich Geschenke. Es gibt auch Rituale, wo man zum Beispiel das Lieblingsessen desjenigen an den Schrein oder an das Grab bringt, wo derjenige liegt und die Gabe darlegt für den Verstorbenen, um sich mit ihm zu verbinden und um mit ihm Kontakt aufzunehmen, ist auch eine Option. Worum es hier auf sich jetzt geht, ist, man kann auch einen Fluch abgeben an den Verstorbenen. Zum Beispiel, sowohl kann man einem Verstorbenen auch etwas senden, das schlecht ist, als auch, dass wenn derjenige einen selbst verflucht hat, man ihn wieder zurückgeben kann. Nach welchem Prinzip funktioniert das überhaupt? Ihr müsst euch vorstellen, wenn jemand euch verflucht hat, der dann gestorben ist oder der das irgendwann an euch gegeben hat, ihr das bemerkt habt und herausgefunden habt, jetzt so, okay, dass der das war. Derjenige lebt aber jetzt schon nicht mehr. Was tun? Irgendwie ist ja dann das mit der Rückgabe, dem Heimzahlen, nicht mehr so drin. Falsch. Man kann tatsächlich auch den Verstorbenen die Quittung geben. Hierzu braucht ihr natürlich, je nachdem was es war, ob es, also ihr müsst wissen, was für ein Fluch es war. Das ist halt der schwierigste Teil, aber meistens merkt man ja, was bei einem nicht stimmt. Demnach kann man den Fluch, sage ich mal, herausfiltern. Und hier geht es nicht um die Krümelscheißerigkeit, ja, also es geht nicht darum, einzeln zu wissen, was er euch damals gesagt hat oder was er genau exakt damals gemacht hat. Es geht lediglich darum zu wissen, in welche Richtung es ging. Ging es um Erfolglosigkeit, ging es um Liebeslosigkeit oder sonst irgendwas, um schlechte Geschäfte und so weiter und so fort. So eine Information genügt schon. Dann natürlich, ihr kennt ja den Verwandten. Und da es ja ein verstorbener Verwandter ist, wisst ihr auch oder müsst ihr herausfinden, je nachdem wie da die Verhältnisse waren, wo er liegt. Weil ihr müsst den Friedhof dafür aufsuchen. Wenn ihr den Friedhof dann gefunden habt und das Grab, müsst ihr die Opfergabe, also den Fluch, wieder zurückgeben. Sollte derjenige einfach euch nur mit Worten was gewünscht haben, was Schlechtes angehängt haben, könnt ihr es den Worten wieder zurückgeben. Zusätzlich benötigt ihr hierfür aber bei jedem beiden der Rituale eine Räuchermischung. Die zeige ich euch dann in einem nächsten Video, weil es ist eine Fluchräucherung. So, das eine Teil, was man dafür braucht, werden ziemlich viele aufschreien, weil es gibt einen Part bei der Fluchräucherung, den man unbedingt braucht. Und ich weiß ja, wie Frauen da oft ticken, ja, und deswegen bleibt man neugierig, aber es ist nicht so schlimm, okay, weil das Teil, was da rein muss, ist schon tot, so, ja. Und weiter im Text, wenn ihr die Opfergabe dann übergibt, müsst ihr das ganz offiziell machen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr durch den Friedhof brüllt und mit dem Räucherstink darum rennt, ja, sonst, ja, okay. Deswegen, ihr geht an das Grab, entfacht die Räuchermischung und sagt demjenigen, dass er es wiederhaben kann. Dann tut ihr die Räuchermischung in die Erde stopfen, wo derjenige liegt. Klar, das ist jetzt natürlich etwas fragwürdig, weil aber an Grabschändung in dem Sinne denke ich hier nicht, weil wir buddeln den ja nicht aus oder sonst was und wir demolieren auch nichts oder wir bemalen nichts oder sonst was oder mit Graffiti oder so ein Scheiß, sondern wir verstreuen einfach die Asche dann von der Räuchermischung über das Grab. Okay, das ist die eine Methode. Die andere ist die, dass es auch ein verfluchtes Objekt sein kann, das ihr erhalten habt, an dem ihr, dass ihr mal ein Geschenk gekriegt habt, was aber eigentlich gar kein Geschenk war, sondern wie bei dem Wünscherouten-Ritual, was ich euch gezeigt habe, ein übergebener Fluch war, also der in einem Gegenstand sich manifestiert hat, das euch geschenkt wurde. In diesem Fall müsst ihr dieses Geschenk wieder zurückgeben an den Besitzer. Ihr könnt dieses Geschenk natürlich aber auch jemand anderem geben, nur wenn ihr, in dem Fall geht es hier jetzt um die Verstorbenen, und wie man das denen wieder in den Hals stopft quasi. Dafür müsst ihr ebenfalls wieder das Grab aufsuchen und müsst den Gegenstand offiziell überreichen. Das heißt, ihr müsst zu dem Toten sprechen an dem Grab und sagen, hier hast du dein, ich habe gemerkt, was du mit mir gemacht hast und ich gebe diesen Fluch weg. Es ist jetzt wieder dein Eigentum und ich schenke es dir zurück. Du bist der neue Besitzer. Und dann lasst ihr den Gegenstand dort verweilen. Meistens sind es keine sehr, sag ich mal, auffälligen oder sehr kostspieligen Geschenke gewesen, die man euch überreicht hat. Es könnte auch einfach nur eine kleine Puppe gewesen sein. Es könnte einfach
ein Foto gewesen sein. Es könnten, also versteht ihr, das, was man gekriegt hat, ist meistens nicht so was Besonderes, in Anführungsstrichen, okay? Nur man empfand es in dem Moment, wo man es geschenkt bekommen hat, als etwas Besonderes. Man hat es angenommen und somit wurde der Fluch übertragen von dem Angehörigen. Warum, wie, was, warum der das gemacht hat oder so, das hängt natürlich immer von den Situationen ab. Hat sich derjenige mit schwarzen Künsten beschäftigt, hat er es gelesen und hat es einfach versucht oder, okay? Das hier ist jetzt ein Video, um euch zu sagen, dass es diese Methode und diese Möglichkeit gibt. Ich muss dazu auch sagen, klar, das Grab ist Familieneigentum und keine Grabschändung, okay? Ihr legt lediglich etwas auf das Grab. Damals, als mein Vater Geburtstag hatte und schon verstorben war, bin ich auch zu ihm hin und habe ihm ein Geschenk gemacht und habe auch eine Räuchermischung dort gebrannt. Ich muss da ganz ehrlich sagen, dort hat sich kein Schwanz gewundert, was ich da treibe. Also es war egal, weil ich glaube, die Leute haben darin einfach etwas anderes gesehen. Aber nicht, dass du dort etwas Schlimmes machst, sondern du hast geräuchert und Räucherungen sind ja schon seit Jahrtausenden verbreitet. Die werden einfach gedacht haben, okay, was ist denn das für ein Abu Dhabi-Typ oder so, ja, und interessiert keine Sau, okay. Außerdem, solange ihr das nicht an einem fremden Grab macht, also was nicht euren Angehörigen zugeordnet ist, sondern bei irgendeinem Random, ja, da würde ich verstehen, wenn man einen auf der Deckel kriegt, so, okay, aber das ist ja nicht hier der Fall. Und das Wichtigste ist, auch wenn es kein Blutsverwandter ist, also sprich, wenn der schon über mehrere Generationen so gar nicht mehr ersten Grades wird, das spielt keine Rolle, okay, ihr könnt den Verstorbenen das zurückgeben. Und es gilt auch nicht nur bei Verwandten, ja, bei Nicht-Verwandten ist es natürlich schwieriger, überhaupt das Grab zu finden und so weiter und so fort, okay? Deswegen ist es da ein bisschen tricky. Aber wie ich auch schon oft sage, von nichts tun kommt nichts. Wenn man Magie praktiziert, muss man immer etwas dafür tun. Und man muss immer investieren. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Geld, sondern wisst ihr, wie ich meine? Ihr müsst einfach selbst etwas dafür machen, okay? Vor allem, ihr müsst natürlich festen Glaubens sein daran und ihr müsst die richtige Einstellung haben. Und auch bei Flüchen, okay? Nicht willkürlich handeln, ganz wichtig. Und immer dran denken, ich muss immer etwas tun, damit ich etwas erhalten kann. Man geht ja auch nicht, man kriegt ja auch kein Geld, ohne dass man arbeiten geht, ja, außer man hat im Lotto gewonnen. Aber selbst dafür musstet ihr einen Schein ausfüllen. Also ihr seht, für alles, was man was kriegt, wo man was kriegen könnte, selbst wenn man was gewonnen hat, hat man vorher was dafür getan. Und wenn es nur ist, 6 Zahlen hinzuschreiben, so. Und genauso nach dem Prinzip läuft das, okay? Und diese Story wollte ich euch unbedingt erzählen, also dieses Vorhergehen, weil ich denke, es ist vielleicht für manche sehr interessant, oder die, dass ihr vielleicht nicht wusstet, dass sowas überhaupt geht. Und dieser Glaube ist wirklich wahrhaftig. Also es ist, wie schon vorhin am Anfang des Videos gesagt, in vielen Kulturen gang und gäbe. Warum haben wir Beerdigungen? Wir zelebrieren ja irgendwo eine Feier für den Toten. Im Endeffekt ist diese Feier aber nur für die Hinterbliebenen, weil der hat nichts mehr davon. Also es klingt jetzt ein bisschen makaber, ja, und ein bisschen zynisch, aber es ist ja einfach so, okay? Und deswegen, ja, ist es im Prinzip einfach nur eine, also es ist auch irgendwo eine Feier, auch wenn es eine Beerdigung ist, okay? Und in vielen Völkern und Kulturen, also auch zum Beispiel in dem, wo ich sehr dran glaube, meine Kultur, da feiern wir. Also da wird gefeiert, wenn jemand gestorben ist, weil es eigentlich keinen Grund gibt, traurig zu sein. Auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen behämmert klingt, weil man ist ja natürlich traurig und jeder Mensch ist traurig darüber, aber der andere Mensch hat die nächste Ebene erreicht und ist jetzt bei seinem Schöpfer oder wie auch immer ihr euch das vorstellt, was danach ist, ist es ja eigentlich was Gutes, oder? Also er ist ja jetzt frei und wieder jung und so, je nachdem, wie man sich das jenseits vorstellt. Klar, natürlich geht man jetzt nicht davon aus, dass derjenige in die Unterwelt gekommen ist. Das davon mal abgesehen. Aber ihr wisst ja selbst, ob das ein guter Mensch war oder nicht und so demnach, ja, versteht ihr, wie ich das meine. So. Deswegen, ja, das wollte ich euch unbedingt erzählen. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt oder wie das genau dann abläuft oder ob ihr das Gefühl habt, ihr habt ein verfluchtes Objekt im Haus oder dass euch jemand, sag ich mal, was angehängt hat. Und dann könnt ihr zum Beispiel das tun, aber halt nur, wenn dieser Mensch, also dieser Zauber funktioniert nur, wenn der andere Mensch nicht mehr am Leben ist, okay? Weil das eben explizit jetzt darum ging, was kann ich machen, wenn, okay? Das wollte ich euch unbedingt sagen, zeigen, erklären. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten, eure Ankara Boda. Ciao!